Hallihallo, da ist der Gusor und ich habe ein Headset wieder an und das liegt daran, dass der Clash King Hofi bei mir wieder mal zu Besuch ist. Ja, genau, er hebt die Hand und heute könnt ihr ihn auch sogar hören. Ja, es wurde sich gewünscht, ein Packer-Angriff und zwar, ja, Packers halt und ich nehme 3 Rage und einen Jump, so wie es eben gewünscht wurde. Und ich habe nebenbei noch zusätzlich zu den Packern, die ja bei mir Level 3 sind, was ja in dem Fall maxed ist beim Rathaus 9, habe ich noch einen Maxed Heiler mit bei, weil sonst hätte ich das einfach nicht voll bekommen. Also ist jetzt noch nicht mal ganz voll. Ich habe noch ein bisschen was Platz, aber ich wollte jetzt nicht noch eine andere Truppe reinballern. Darfst du eigentlich deine Helden mitnehmen? Klar, läuft. Okay. Die sind ja dabei, klar. Und dann hatte der Clash King Hofi nochmal die Idee, naja, komm, ich kann ja nochmal kurz beim Gnadenlos vorbeigucken. Und da hat mir der Valen oder Fahlen, je nachdem, wie es ausgesprochen wird, hat mir auf jeden Fall mal einfach so einen Max Packer dagelassen. Und das finde ich natürlich ziemlich cool. Vielen Dank dafür. Und dann lassen wir es jetzt mal richtig krachen. Aber warte, Magier und den Bogi musst du noch ausgeben. Ich will ihn aber nicht. Ja. Ja, komm, ja, komm. Ja, du hast ja recht. So hast du deine Heiler, deine Packer, also deinen einen Heiler, ja, der greift genau, ja nicht an. Genau, der greift nicht an. Ja, komm, läuft. So, jetzt schauen wir mal rein. Angriff. Oh, mein Schild ist weg, aber ist ja vollkommen egal. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das ist schon nett, aber ich will was haben, was richtig gut splasht. Also ich will nicht nur einfach, naja, gut, okay, komm, sondern ich will auch schon einen haben, der, ja, wo was ordentlich was bei ist. Ja, zumindest sollte bei beiden 300k drinnen sein. Ach so, ja genau, das wäre natürlich ziemlich cool, aber wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, ich habe alles bei. Und ich hoffe, der Gegner kriegt megamäßig auf die Fresse. Aber mal schauen. Ja, ihr seht den gesamten Suchvorgang. Ich skippe den nicht raus. Weil, ja, dann sieht man halt eben was noch. Ja, das ist auch schon ganz nett. Aber ich habe keinen Bock, dass die sich da, wer weiß wie, an der Mauer vielleicht doch noch irgendwie aufhalten. So eine Base wäre natürlich cool, wenn die richtig Loot hätte. Aber das war nicht der Fall. Wir brauchen ja eine Herausforderung, bitte. Ach so, ach so. Ja. Also ich hab's auch gerne einfach, wenn viel Loot im Spiel ist. Nee, da bin ich ja nie. Aber ist auch schon okay, aber reicht mir auch noch nicht. Also wie gesagt, dieses, naja, ich mache jetzt mal einen Packer-Angriff und dann war's das. Nee, es soll schon wirklich auch eine gute Base sein. Beziehungsweise viel Loot sein. Nee, reicht mir auch noch nicht. Nee. Ja, es kann eine Weile dauern, aber wir haben noch Zeit. Und ihr habt auch Zeit, also ist das alles cool. Und was soll ich dann sagen? Ich habe bis jetzt noch gar kein Dorf gesehen, während du da weiter skippst. Ja, das ist echt krass. Also in dem Bereich oben, der Hofi, der sagte mir heute schon, ich bin wieder so weit unten hier, 4415 Pokis. Und ich dachte mir, ja genau, wenn ich da erstmal wäre, also ich würde da definitiv nicht hinkommen. Definitiv nicht. Ganz klare Sache. Aber das Schöne ist, nach einer Pechsträhne kommt auch wieder eine Glückssträhne. Ja. Hofft man zumindest. So ist es. Kann man nur hoffen. So, ich mache mal das Mic ein bisschen dichter ran hier, dass man mich auch hört. Aber das sollte passen. So, jetzt sollte langsam mal was kommen hier. Aber mein Mega-Angriff, den werdet ihr ja jetzt schon gesehen haben. Aber der kam heute ja eh schon mit 600k Gold und ich glaube 500k Alex. Das hat schon ziemlich geschöppert. Mein bester Raid bis jetzt. Und ich denke mal, das wird auch von... Na, guck mal hier. Das ist schon in Ordnung, oder? Nee. Nee, okay. Easy, wir haben Zeit. Jetzt haben wir so lange für die Truppen gewartet. Jetzt, die Zeit haben wir dann auch noch hier. Soll ja nicht heißen hier, oh na, er hat eine Base angegriffen und hatte gar keinen Loot. Oh, wenn ich mich jetzt verklicke
und dann gleich der Heiler weg ist. Alter, dann heule ich. Ja, hier, guck mal, hier wäre Alex, aber mehr auch nicht. Na, das Rathaus, das hat keine Verteidigung, nix geht, ist ja alles nur eins hat, ist es Ach ja. so, du willst es mir also schön schwer machen, ja? Ja, natürlich. Ich guck nur auf den Loot. Ich guck nur auf den Loot. So Max-10er, ja? Ach so, ja, genau. Hacker Voices Max-10er Rathaus. Das ist Ja, ja eine genau. gute Überschrift. Ach so, ja, genau. Gucken wir mal. Na, komm. Ja, aber ich sag mal, auch zu zweit ist das auch immer noch was anderes, weil da kann man sich eben noch gut unterhalten. Dann ist es auch noch unterhaltsam, als wenn ich jetzt alleine da sitzen würde. Ja, hätte der 200k Gold, hätte ich gesagt, ja. Ja, Aber. okay, das Problem ist, ich sehe immer nur die Pokale. Ja, okay, das ist die Pokalblindheit, beziehungsweise, ja. Ah, das wäre hier auch ziemlich nice, aber Ja, ja. den könnte man aber machen, oder? Na, aber guck mal, insgesamt sind es auch nur 300. Also, du hast schon recht, ich sag mal, insgesamt 400 wären schon ziemlich nice. Aber die Base passt, hätte ich gesagt. Nein, die war zu doll. Nee, überhaupt nicht. Schau, du hast ja einen Sprungzauber und der hat ja nicht, Ja. also du hättest ja nicht über eine Mauer drüber müssen, also über zwei, aber das Ja. wäre mit einem Sprung gegangen. Jago, wärst du gleich in der Mitte gewesen und dann ein Rage hinein und das auch erledigt gehabt. Das sagst du. Ja, ich gebe dir Anweisungen. Ja, gucken wir mal, wie es läuft. Ja, das hier, geil. Zack, niedergerusht. Ja, aber mit einem Päcker. Ach so, ja. Ah, schade. Aber wie gesagt, wir haben die Zeit. Ah, auch nicht schlecht. Ja, reden heute wegen einem Blödsinn daher. Das können wir gut. Das können Ja, wir gut. ich mittlerweile auch schon. Ach, wie, jetzt hast du von mir abgeguckt, Ah, ja, sicher. Guter Lehrer. ja? Ja. Oh, das geht ja gar nicht, ey. Das ist ja wie bei dir hier. Mit dem Lupen. 32 Pokale, geil. Den hättest du gern gehabt, ha? Hm. Ja, klar. Wie weit hast du deine Helden mittlerweile? Die Queen ist auf 28 und der King auf 25. Boah, krass, auch schon richtig hoch. Ja. Oh, schade. Na, Aber komm, ich glaube, den war. Guck mal hier. Also ist auch noch nicht komplett, aber das ist Rathaus 10. Naja, ich meine, klar, ist natürlich auch, naja, eigentlich nicht wirklich doll, war. Aber der außerdem. Loot ist schon in Ordnung. Ach komm, egal, wir machen weiter. Komm. Ja. Außerdem hat er so viel Kasteln. Was hat er gehabt? So viel Ka also er hat eine blöde Aufteilung gehabt. Ach so. Ach so, mit diesen Kästchen. Genau. Ja, okay. Ja genau, da hat mir jetzt so ein Abonnent von mich gefragt, ich soll mehr Hochdeutsch sprechen. Und alle anderen haben dann drunter gepostet unter sein Kommentar, nix da, der soll so reden, wie er immer Ah, redet. okay, hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, wie gesagt, ich sag mal, man darf ja jetzt auch, die nächste Sache ist ja wirklich man darf ja die Österreicher als solche jetzt nicht unterschätzen von der Anzahl her. Also es ist ja nicht so, dass es nur einen Österreicher gibt. Nahm mich schon viel, viel mehr Deutsche an, Ja, das klar, ist schon, logisch, klar. aber eigentlich hat sich bis jetzt gar keiner beschwert, außer der eine halt, der gesagt hat, er versteht mich nicht. Ich habe dann halt geschrieben, ich werde versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, dass er mich versteht, aber garantieren kann ich es ihm nicht. Okay. Ah, zu wenig. Zu wenig. Aber wie gesagt, wenn man eh quatschen kann, geht das ja noch alles. Ja. Ah, ich guck mal hier, der noch ein bisschen was mehr. Dann zack, zack, zack. Aber wie gesagt, Rados 8 wirst du an Freestyle machen. Ja, davon gehe ich aus. Oh, schon wieder. Und das ist komisch. Normalerweise hat man das nicht mehr. Also habe ich sehr selten, dass der sagt, ich bin nicht mehr synchron. Deswegen würde ich nie über den PC zocken, weil Ja, wenn ich ich, weiß. weil Nee, nein, nein. Bei dir geht es richtig um richtig Arbeit. Bei mir bist ist in es jetzt einer. Pillepalle. Bist in einen Angriff und auf einmal haut's dich raus und dann hast du minus 30 Pokale, dann gibt's da glaube ich einen Kopfschuss. Alles schon gehabt. Beim CW.
Oh, 300, guck mal. 300k, ganz ehrlich, das ist nice. Das sind insgesamt 400k. Ja, überleg gerade, wo es am besten reingehst. Ich würde es aber machen, also Hier und war. genau unten, also Unten wird er auf. garantiert was haben, wegen dem Rathaus, denke ich mal. Ja, aber das nehmen wir mit wegen einem Bonus. Setz links und rechts von dem Lager einen Packer, dass einer nach links zieht, einer nach rechts und fahren Hier dann und da. warte. Unten. Unten, okay. Na unten, direkt von dem einen Lager unten links und rechts Also einen Packer. hier und da. Na, na, bei rechts neben dem Rathaus bei dem Lager. Da bei dem hier. Genau, links und rechts vom Lager einen Packer, deshalb geht Da dann und auf. da. Genau. Okay. Zack. Ah, scheiße, das war Na, der Heiler. keiner. Oh, Kacke. So eine Genau, Scheiße. und jetzt warten wir kurz, bis die links und rechts gehen. Leider, den Heiler, den wollte ich in der Mitte haben. Ja, sorry, das war Fail. Komm, Okay, da. jetzt setzt da, er geht eh schon rein. Setzt alle in der Mitte und dann gleich in Sprung. So, und jetzt den Sprung, Na, die, warum laufen die nach rechts, nach links? weil sie dumm sind. Ja, gucken wir mal, alles cool. Aber Wir haben ja noch die Rage. setzt einen Packer von der Klangburg. Ja, kommt. Ja, der So, geht rein, jetzt. so eine Scheiße. Na, der kann nicht reingehen, weil er. Der Packer von der Kleinburg geht rein. Ja, jetzt ja. Alter Kacke. Na, aber die anderen laufen rundherum, die hätten rein müssen, die hätten Ja, alles klar, logisch, logisch, aufgeräumt. logisch. So, der Packer ist auch schon down. Der innen drinne. Mach jetzt da meinen Rage bei die Packer. Ja, sonst gehen die noch an der Tesla kaputt. Na, bitte, jetzt zieht sie mir rein, alle. Oh ja, doch, jetzt war. Ja, der eine ist noch. Ja, jetzt gehen sie wieder in Rage. Sehr Sehr geil. gut. Aber die haben sich lange im Rage aufgehalten. Jetzt hau ich hier noch einen rein. Genau, super. Geil, geil, Naja, geil. super ist relativ, würde ich sagen. Ja, die hätten da in die Mitte rein sollen. Aber guck mal, wie sie die Mauern knacken. Also das geht schon echt Ja, übel. das habe ich dir gesagt. Da brauchst du keinen Sprung eigentlich. So, ja, hier nächste Mauer. Komm, komm, komm. Snack die weg. Nee, das war's. Tesla. Ja. Ja, was soll man sagen? Also ganz ehrlich, wir gucken uns die jetzt gleich nochmal an. Und, muss ich sagen, echt scheiße. Also hätte ich wirklich mit ganz anderen Sachen gerechnet. Ich hau mir nochmal kurz Truppen rein hier. Was nehme ich? Ja, ich nehme wieder Standard hier. Na, Aber. ich hab glaubt, dass die Range passt, dass sie in die Mitte ziehen, weil der eine ja nicht weitergegangen ist, sondern wieder zurückgegangen ist, ja? Ja. Ah, Ja. ärgerlich halt. Also, da hätte es auch der eine Heiler nicht mehr gebracht. Weißt Nee. du? Also, der hätte jetzt nicht den Kohl fett gemacht, dass man sagt, oh, hier, nur weil der Heiler zuvor gedroppt war. Das war, ja, lief einfach nicht gut. Gucken wir uns jetzt nochmal an. Ja, der Heiler hätte ja hinter die der Päckerarmee noch sollen, ja. Ja, Weil genau. dann Ja, wäre. genau. Ja, Genau. aber kann man nichts machen. So, jetzt, klar, jetzt hier der Fail. Und dann in dem Bereich hat ja dann auch der Max Packer richtig auf die Schnauze bekommen. Der hat hier richtig kassiert. So, Heiler ist down. Jetzt kommen die anderen und wie du sagst, eigentlich hätten sie schon in die Richtung laufen müssen. Ja, Ja, aber. jetzt dachte ich mir auch, naja, dann wenigstens die Helden ziehen, dass die wenigstens noch reingehen, weißt du? Ja. Aber das Problem war, jetzt hätte man sich die Helden eventuell für später also Aber aufheben dann wären sollen. noch mehr Damage gleich weg gewesen. Dann wäre der Packer gleich weg gewesen. Ah, guck mal, wie Na, schnell der Packer down ist. ja. Ja, natürlich, weil sich alles auf ihn fokussiert. So, jetzt die. Ja, die drin außen rum. Jetzt gucken wir mal, was die Queen hier noch. Aber die ist auch down gleich. Zack, das war's. Aber die hat wenigstens noch ein bisschen was vom Gold. Guck mal hier. Das Goldlager ist fast weg. Ja, Das, da, da, da war 60.000. nicht mehr viel.
Also die, eigentlich die Packer, die ist so wie die Königin, die rennen da irgendwie spazieren. Einmal Ja. gehen sie außen rum, einmal gehen sie nicht dort. Naja, das sind wie die Drachen, die fliegen auch überall hin. Ja. Na, sehr geil war, dass sie sich wirklich noch in dem unteren Rage noch ein bisschen aufgehalten haben. Und hier sehen wir jetzt gleich nochmal, also hier ist er ja gleich durch die Wand durchmarschiert. Aber hier, klar, sobald Tesla irgendwie am Start ist, ist natürlich für ein Packer Ende. Ja, aber das ist der Aber da. ganz ehrlich, ich hätte eigentlich noch getippt, dass der hier draußen jeweils die Teslas hat. Da, da und da hätte ich so gedacht. Aber naja, gut. So ist es halt. Aber auch noch, naja, bald die Hälfte gezogen. Also alles gut. Aber ja, man muss dazu sagen, ich meine, wir haben ja uns jetzt nicht die allereinfachste Base ausgesucht, muss man auch sagen. Na, die war Aber fast maxed, kann man sagen. die war schon ganz nett, auf jeden Ja. Fall. Das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt den Clash King Hofi mal wieder gesehen. Wenn ihr was von ihm sehen wollt, also im Bereich wirklich High Level bzw. High Poki Level, dann einfach mal bei ihm vorbeischauen. Mittlerweile geht das auch einfach nach Clash King Hofi suchen oder ihr macht's ganz einfach. Ihr guckt nach unten in der Videobeschreibung. Das war's von uns. Ciao, ciao. Ciao.